Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist endlich die Goodiebox bei mir eingetroffen. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich diesen Monat darin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die Goodiebox bekomme ich in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle an das liebe Goodiebox-Team. Und die kostet normalerweise 19,95 Euro und mit dem Code RELAX bekommst du ein Produkt gratis. Was das ist, zeige ich dir gleich, hat auf jeden Fall einen Wert von 48 Euro. Die Goodiebox kommt im wunderschönen Schubladendesign. Man sieht es vielleicht im Hintergrund. Da. Ja, ich habe einen neuen Hintergrund. Ich habe umgestellt. Es musste sein. Das Light-Setting lässt noch zu wünschen übrig. Lässt noch Träume offen. Ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall noch etwas anders gemacht, dass der Hintergrund auch heller ist. Und ja, Sammy ist eigentlich die beste Deko im Hintergrund, oder? Der liegt da schon seit Stunden, Leute. Er liebt es. Es ist Fußbodenheizung hier, deswegen findet er es immer sehr gemütlich. Okay, egal. Ja, schöne Box. Es ist die Dezember-Box und heute, wo ich filme, ist der 27.12. Ich habe an Heiligabend die Goodiebox bekommen tatsächlich. Die hat ein bisschen auf sich warten lassen, aber Leute, es ist zurzeit etwas anders, ne, auf der Welt. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Das ist eine Box aus Dänemark und ja, die kommt in diesem schönen Schubladendesign. Ich nehme die Schublade einfach raus und kann euch dann die Produkte zeigen. Genau, hier liegt schon ein bisschen was daneben. Und dann gucken wir einfach mal, was die Box dieses Mal für uns bringt. 19,95 für eine monatliche Beauty-Box, die man so im Abo hat, finde ich auch vollkommen legitim. Also du hast hier wirklich immer einen tollen Wert drin. Du hast hier Full-Size-Produkte drin, also wirklich in der Komplettgröße. Und es sind hochwertige Produkte von Marken, die wir hier nicht so unbedingt immer sehen, hören, fühlen, weil das eine Box aus Dänemark ist. Die haben da etwas andere Produkte immer mit drin. Und hier haben wir wieder ein gedrucktes Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier steht The Wrap It Up Box. Okay, Wrap It Up ist irgendwie Wrap, also so einkuscheln, einmurmeln. Ich weiß es nicht. Wuhu, du hast es geschafft. Fragst du dich, worüber wir uns so freuen? Ja, Na, du hast den ersten Schritt getan, um mehr für dich zu tun und dich zur Priorität zu machen. Okay. Viel zu oft vergessen wir, eine Pause einzulegen, weil wir denken, es liegt an uns, alles zu erledigen und stets alle Antworten zu haben. Ja, Newsflash, so ist es nicht. Echt nicht? Okay, du brauchst Zeit für dich. Zeit für deine Zeit, um deine Batterien aufzuladen und Energie zu tanken. Nur so können wir unser Bestes geben und nur so fühlen wir uns gut. Aber sei stolz, dass du etwas machst, was dir gut tut. Okay, habe ich tatsächlich auch gemacht. Weihnachten haben wir hier verbracht, das hat sich gereimt. Also wirklich komplett nur mein Freund Sammy und ich und eine ganz ruhige Kugel geschoben. Es war echt schön. Es war wirklich Me-Time. Es war Kraft tanken. Genau, weil Urlaub haben wir so nicht, ne? Genau. Lass das Bett heute einfach mal ungemacht. Die Kinder überleben auch, wenn sie mal die Reste vom Vortag essen. Lass deine Workout-Session ausfallen, wenn dir danach ist. Das ist vollkommen in Ordnung. Und sag nicht ja, wenn du nein meinst. Das muss man sich echt so langsam mal in den Kopf reinprügeln, ne? Das ist gar nicht so leicht. Nutz diese Momente lieber, um dir deine extra Portion Me-Time und Self-Care zu gönnen. Wir hoffen, dass unsere Goodiebox dieses Monats deine tägliche Erinnerung daran ist, dass du dir Zeit für dich selbst sowas von verdient hast. Ach so, ja, okay. Es ist immer so eine kleine Erinnerung, die Goodiebox, ne? Dass man nochmal an sich selber denken sollte. Leg die Füße hoch, entspann deine Schultern und gönn dir ein persönliches Wohlfühlprogramm. Mach dir 2021 zum Vorsatz, mehr Zeit für dich zu nehmen. Cheers, dein Goodiebox-Team. Anne-Luise heißt sie, ne? Caro, Kati, Theresa, Hanna, Maximilian, Rina, Saskia, Dominik, Erika, Anders, Frederik, Emilia, Hava, Marita und Anni. Die vermehren sich ständig, Leute, ne? Okay, und hier haben wir dann die 5 Produkte, die in der Box enthalten sein werden, drin. Genau, ansonsten ist es rot von außen, innen und drum herum. Und hier liegt auch das Produkt daneben, was es tatsächlich gratis mit dazu gibt, wenn du dir die Box abonnierst und den Code RELAX eingibst. Das ist ein Produkt von Moshi Moshi Mind. Es gibt jedes Mal ein Produkt gratis mit dabei, wenn du einen Code verwendest, der jeden Monat sich ändert.
Und dieses Mal ist es ein Produkt, was ich tatsächlich auch schon in Anwendung habe. Und zwar ist es dieser wunderschöne Jade-Roller. Ich sag mal, 48 Euro für so ein Ding ist schon richtig krass, ne? Und wenn du das für Umme mit dabei bekommst, sagt man auch nicht nein. Also ich zeige euch mal meinen, der ist nicht mehr so hübsch und glänzend. Meiner ist schon ein bisschen benutzter, ne? So sieht meine aus. Genau, also da verwende ich halt dieses hier für meine Wangen, wenn ich zum Beispiel eine Gesichtsmaske einarbeite oder wenn ich ein Serum noch einarbeite. Das hier, dieses kleine, kann man schön für die Augenpartie nehmen oder für die Nase, wo man halt sonst nicht so leicht hinkommt. Und ich mag den tatsächlich, ne? Ist eine gute Geschichte und ich finde es ziemlich nice, dass der für Umme mit dabei ist. Genau, wenn man dann die Box abonniert. Hier ist auch noch so ein Kärtchen mit drin, wie man den gut verwenden kann. Und ja, das finde ich schon mal ganz nett. Sieht man das? Ich habe extra hier so eine Ablage, dass man so ein bisschen was Höheres hat, ne? Okay, so. Dann kommen wir mal zu den Produkten, die sich hier in der Box verbergen. Also das ist hier so in Seidenpapier oder in Butterbrotspapier eingepackt, aber halt nicht zu viel Füllmaterial. Ich habe hier einen Kaffee vor mir stehen, deswegen habe ich gerade echt Kaffeedurst. Ich trinke mir mal einen Schluck Kaffee, komm Leute, das ist Me-Time. Man darf auch mal sagen, man muss sich auch mal ein Schlückchen Kaffee gönnen und einfach mal eine Prost sagen. Ich liebe Kaffee. Okay, ich öffne den Kleber und hole das Seidenpapier zur Seite und hier haben wir dann den ersten Blick in die Box, wie die Produkte so aussehen. Und ja, das sieht schon mal ganz interessant aus. Wir haben hier ein Produkt drin, das hatte ich auch schon öfters mal in den Händen. Müsste ich auch noch in meinem Backup haben. Und zwar ein Deo. We love the planet. You love staying fresh naturally. Sweet and soft baking soda free. Hä? 48 Gramm, 40 Milliliter und es ist vegan. Das ist ein Creme-Deo. Genau. Das nimmt man einfach so, wie es ist. Ne? Also macht man hier auf und dann hat man hier dann das Produkt drin. Dann geht man mit dem Finger durch und macht sich das unter die Achseln. Ja, ist doch nice, ne? Genau. Und dann kommen wir zum nächsten Produkt und das ist eine Mascara von Melusine Paris. Mascara und Conditioner 3 in 1. Das ist ja spektakulär. Mhm. Ist auch vegan und die Verpackung gefällt mir richtig gut. Das finde ich echt hübsch. Mein Akku blinkt. Ich hoffe, er geht jetzt gleich nicht einfach so aus. Das wäre frech, also meine Kamera. Ich versuche das jetzt einfach hier mal weiter zu filmen. Ich habe nämlich auch so Nicht-Original-Akkus. Und wenn ich die drin habe, dann geht die Kamera einfach so aus. Das ist immer sehr frech. Wobei, ich glaube, ich wechsle jetzt den Akku und mache dann in der Zeit mal hier die Folie auf. So, jetzt haben wir alles soweit. Tutti, was ich halt auch echt schön finde, ne, es sind diese leichtigkeitsmäßig aussehenden Blätter und so, die da drauf sind, auf diesem goldenen. Ich mag ja gerne so goldweißes Design, ne? Das gefällt mir bei Produkten immer sehr und das lässt die Produkte auch gleich hochwertiger wirken. Ich glaube, 145 Euro hatten die auf die Homepage geschrieben, sollen die Produkte insgesamt wert sein. Okay, wir haben ein Gummibürstchen, was oben sehr kurze Borsten hat und unten sehr, sehr lange. Da kann man auf jeden Fall mit Volumen und Länge rechnen bei solchen Sachen. Und wenn es ein Gummibürstchen ist, dann hast du meistens eine bessere Trennung von deinen Wimpern. Riecht nach einer ganz normalen Mascara. Ich kann die jetzt ja mal mit der langen Seite, gehe ich jetzt nochmal hier über meine Wimpern drüber und gebe dann nochmal so ein bisschen diesen extra Kick drüber. Ja, es ist wirklich eine Mascara, die jetzt so nicht verkleben wird. Merkt man schon, weil das halt eine sehr flüssige Textur ist von dem Produkt, ne? Das finde ich ganz angenehm. Und die kürzere Seite kann man auf jeden Fall auch immer gut verwenden für den unteren Wimpernkranz. Macht so auf jeden Fall einen guten ersten Eindruck, finde ich, ne? Ja, ihr seid jetzt ein bisschen weit weg, aber genau, so gefällt mir die eigentlich ganz gut. Doch, das ist eine schöne Geschichte. Wird noch eingehend getestet. So, jetzt kommen wir mal zum nächsten Produkt und das ist von The Cure Number Glow. AHA und BHA Glow Cleanser. Okay, ein Produkt mit 20 Millilitern und das soll deinem Gesicht Strahlkraft geben und gleichzeitig dein Gesicht reinigen oder wie soll ich das verstehen? Das finde ich ja interessant. Mit Salicylsäure, Mandelic Acid, Glykolsäure, Willow Bark, Superfood Konzentrat, Multihyaluronsäure und PGA. Okay, hier steht es jetzt nicht auf Deutsch drauf. Morgens und abends kann man das verwenden.
Aber ich guck mal in dem Heftchen, da steht es immer super beschrieben. Okay, wow, 100 Milliliter würden 55 Euro kosten, aber hier haben wir 20 drin. Ja gut, du hast nicht alles in Full Size, ne? Aber vielleicht kann man das auch so kaufen, das weiß ich nicht. Der vegane, geruchsfreie Glow Cleanser von The Cure beseitigt Make-up-Ablagerungen, Schmutz und Unreinheiten und schafft die perfekte Grundlage, um Wirkstoffe und Nährstoffe aufzunehmen. Die Formel exfoliert sanft mit Glykolsäure und Salicylsäure. Sowas ist tatsächlich immer mehr so für unreine Haut geeignet, die ich auch aktuell habe. Deswegen kann ich mir den aktuell auch sehr gut bei mir vorstellen, um verstopfte Poren zu befreien und die Zellneubildung zu stimulieren, ohne die Hautschicht zu beschädigen. Das Superfood-Konzentrat und die Hyaluronsäure versorgen deine Haut mit Feuchtigkeit und Nährstoffen. Wie wendest du es an? Massiere das Gel täglich morgens und abends mit trockenen Händen auf dein trockenes Gesicht ein. Auf das trockene Gesicht, das finde ich auch interessant, ne? Normalerweise verwende ich so einen Gel-Cleanser eher feucht. Um Make-up-Ablagerungen und Schmutz zu entfernen. Deine Augenpartie zuletzt. Okay. Jetzt ein paar Spritzer Wasser dazu und nochmals einmassieren, bis ein feiner Schaum entsteht. Anschließend mit lauwarmem Wasser abspülen. Tada. Okay, also das hört sich eigentlich für mich fast eher nach einem Produkt an, wie jetzt diese festen Make-up-Entferner, die ich ja auch aktuell in Verwendung habe, zum Beispiel von Skin Natur. Ne? Da habe ich ja auch so ein festes Produkt, was ich erst trocken einreibe, dann immer wieder Wasser dazu, weiter einreiben, Wasser dazu, weiter einreiben und dann abwaschen. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Ich habe immer ein bisschen Angst vor diesen Säuregeschichten, aber wir gucken mal. Ne? Wir lassen uns da einfach mal von... auf ein neues Level bringen. Ich weiß es nicht. So, jetzt haben wir hier ein weiteres Produkt und das ist ein Produkt, das hatte ich schon öfters mal in den Händen. Eine Scrub Mask. Ja, von Yorgobe. Ich weiß nicht, ja, das ist das eine Peel-Off-Maske oder ist es eine... Nee, ich glaube, das ist noch eine andere Geschichte, ne? Das ist, ich habe jetzt gerade schon wieder Angst, ne? Ich weiß nicht, ob Yorgobe immer diese Verpackung hat. Ich weiß nicht, auch das ist Englisch. Genau, das ist eine Marke aus Dänemark. Und wir hatten mal eine Peel-Off-Maske von denen, aber Peel-Off vertrage ich nicht so gut. Deswegen bin ich da etwas vorsichtiger. Und das scheint aber eher eine Peeling-Maske zu sein. Wir gucken uns gleich mal an, was die dazu geschrieben haben in das Heftchen. Ist auf jeden Fall eine Tube, was ich sehr, sehr gut finde, ne? Weil dann hast du halt nicht nur die Einmalanwendung, sondern du hast halt für öfters was dabei. So. Wow, 26,90 Euro kostet das Moped. Dieses Peeling aus schwarzen Jojoba-Peeling-Kugeln, herrlichem Aprikosenkernöl und Shea-Butter entfernt abgestorbene Hautzellen, Fette und Unreinheiten für ein weiches hydriertes Finish. Es riecht nicht nur himmlisch, es hat auch eine magische Doppelwirkung. Say what? Das 2-in-1 Reinigungswunder ist nicht nur ein erfrischendes Gesichtspeeling, es wirkt auch als tiefenreinigende Gesichtsmaske. Halleluja. Okay, und das lässt man dann länger drauf oder ist es dann direkt eine Maske? Weiß ich, 15 Minuten kannst du es drauf lassen. Genau, du kannst es, ja, entweder direkt so brrrt machen oder 15 Minuten drauf lassen. Das werde ich verwenden. Da freue ich mich dann auch tatsächlich drüber. Puh, ich habe ein bisschen Angst. Genau, aber wenn es so gut riechen soll, dann riechen wir doch mal kurz dran. Weiß ich nicht, ne? Kann nicht schaden. Es sei denn, das ist jetzt hier erst verschlossen. Riechst du so nichts raus, aber... Stay tuned, abonniert mich, Leute. Hier unten ist der Abo-Button da. Genau, aufgebraucht Video, da wird es auf jeden Fall dann kommen, weil ich das dann auch sehr bald verwenden werde. Ich habe jetzt aktuell noch ein festes Gesichtspeeling unter der Dusche stehen, aber danach kommt das rein. Und das sieht man nicht mehr, ne? Na, ich muss mir noch was überlegen mit dem Sachen hinstellgedünsten. Okay, einen haben wir noch und zwar von Real Her. I Am Strong, die Finer Brow Pencil. Ja, da bin ich ja mal gespannt, ob das meine Farbe trifft hier. Müssen wir mal schauen. Von Real Her hatte ich auch schon mal Produkte drin. Ich glaube, ein Lipgloss oder so hatte ich auch schon mal von denen oder einen Lippenstift. Wo steht denn hier die Farbe? Hat keine Farbe. Hat echt keine Farbe? I Am Strong. Die Feiner. Nö, der hat keine Farbe. Der hat auf jeden Fall einen Spoolie. Ist sehr, sehr fein. Ist wahrscheinlich einer... Zum Hochdrehen, ja, ich muss meinen Hintergrund safe ein bisschen heller machen, ansonsten muss ich mir das immer hier vor meine hellen Oberteile halten, ne? Sieht aber tatsächlich gar nicht mal so schlecht aus. Es sieht so ein bisschen nach einem Medium Brown aus, ne? Also das könnte tatsächlich matchen. Ich mal so ein paar Striche hier drauf. Das kann was werden mit uns beiden.
Muss ich mal austesten. Aber Leute, wir haben hier ganz schön viele dekorative Kosmetikprodukte drin gehabt, ne? Die Box ist nämlich jetzt leer. Wird natürlich jetzt weiterverwendet bei mir. Ich bin von dieser Box positiv angetan, weil wir hier tolle Produkte drin haben. Wir haben Pflege fürs Gesicht drin. Wir haben ein Deo mit dabei. Das Goodie bekommst du halt dann entsprechend, wenn du die Box auch neu abonnierst. Ein Augenbrauenprodukt, eine Mascara. Also das ist cool. Mir hat die Box gefallen. Es gibt in diesem Video auch was zu gewinnen. Und zwar packe ich euch ein Beauty-Paket. Das steht ja schon im Titel drin, dass es eine Verlosung gibt. Das wird einfach ein schönes Beauty-Paket sein, was ich dann aus Produkten packe, die ich einfach hier habe und dann jemandem zukommen lasse. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Genau. Also ich würde fast schon, ich weiß es nicht, aber ist das die beste Box, die beste Goodie-Box von 2020? Hätte ich jetzt so aus dem Bauch heraus gesagt, weil mir die so gut gefällt, ne? Sind tolle Produkte drin, ja, die ich auch auf jeden Fall verwenden möchte. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!